Nachfolgend ein Beispiel zwischen dem Datenaustausch Revit und AutoCAD. Als erstes gehen wir in unser Revit-Projekt, fügen da über den Befehl CAD verknüpfen eine 2D-Architekturzeichnung vielleicht ein. Die 2D-Architekturzeichnung wird von der Positionierung her auf Ursprung zu Ursprung gesetzt. Die Erkennung der Einheit wird auf automatische Erkennung gesetzt und die Farbe soll so bleiben, wie sie in der 2D-Zeichnung definiert ist. Schauen wir uns das Ganze im 3D an, haben wir eine reine 2D-Zeichnung. Ups. Nun wollen wir ein paar Revit Architecture Wände in die Zeichnung bringen. Das Ganze machen wir durch Abgreifen der 2D-Zeichnung über den Befehl Magic Wall. Man kann Magic Wall Vordefinitionen setzen für Höhen, zum Beispiel für Fenster, Türen und natürlich auch für die Wandhöhen. Die Wände werden über das Material ausgewählt. Die Türen zum Beispiel erkannt über den Bogen. Das Fenster erkannt über die Fensterbreite oder über die Laibung. Wir wählen die eine Kante der Wand an, dann die Endkante der Wand und schon ist eine Wand erzeugt. Befehlswiederholung, die eine Wandlinie, die andere Wandlinie, Befehlswiederholung, die eine Wandlinie, die andere Wandlinie. Wandbreiten werden automatisch durch Errechnen, Erkennen der Linien, Distanzen automatisch gesetzt. Türen, man wählt die Wand, man wählt den Türbogen. Die Wand, den Türbogen. Wird der Türbogen nicht gleich erkannt, kann man über die Tabulatortaste zwischen den Objekten wechseln und so das entsprechende Türelement 2D aus der hinterlegten 2D-Grafik auswählen. So, vielleicht noch die Außenwand. Dann haben wir eigentlich genug Grundlage gegeben, um unsere Zeichnung abzuspeichern und sie dann in AutoCAD einzulesen und dort eben dann vielleicht Gebäudetechnik zu zeichnen, die wir dann wieder in AutoCAD, in Revit entsprechend einlesen. Vielleicht noch ein Fenster, von der Logik her das gleiche, man wählt die Wand, man wählt entsprechend über die Tab-Taste das Fensterelement und hat dann entsprechend sein Fenster eingebracht. So, das Ganze speichern wir ab, dass es gesichert ist. Hier drüben sieht man auch entsprechend unsere neuen Objekte, die wir hier gesetzt haben. Jetzt wollen wir einen Export machen zu AutoCAD. Hier ist wichtig, dass man sich eine Exporteinrichtung bezüglich der Layer und Objekte, die man übertragen will, festlegt. Hier kann man auch festlegen, wie sich die Farben gestalten, dass wir zum Beispiel nur 255 Farben haben möchten. Wenn wir dann weitergehen und entsprechend dann unsere Zeichnung abspeichern, vielleicht auf 3D-ACA, dann können wir diese Zeichnung in unser AutoCAD, in dem Fall AutoCAD MEP, als XREF hinterlegen. Auch hier wird natürlich die Einheit automatisch erkannt. Wir machen keine Verschiebung und ziehen die Zeichnung entsprechend rein. Dann haben wir hier unsere erzeugte Geometrie.
So, jetzt muss man sich fragen, warum ist das jetzt 2D und nicht 3D? Das liegt daran, dass wir das aus diesem 2D-Grundriss raus erzeugt haben. Wechsle ich hier rüber, mache nochmal diesen Export und speichere nun das Gesamte eben nochmals ab und gehe hier zurück, aktualisiere meine entsprechende Zeichnung. Dann wird man sehen, dass wir jetzt auch entsprechend 3D haben. So, nun wollen wir in diese Zeichnung uns entsprechend mit Gebäudetechnik einige Objekte setzen, um zu zeigen, wie der umgekehrte Weg ist, dass man vom reinen AutoCAD zu Revit kommt. In dem Fall zeichnen wir einen Lüftungskanal vielleicht als Beispiel, Größe 500-200, und der entwickelt sich vielleicht hier entlang. Die Höhe habe ich noch nicht drauf geachtet, habe ich vergessen. Also kontrollieren wir jetzt nochmal die Höhe. 3 Meter ist okay. Vielleicht brauchen wir da dann Wandaussparungen. Das heißt, wir setzen da dann mal eine Wandaussparung rein. Da wir DWG übergeben, kommt natürlich keine Wand hier in AutoCAD MEP Architecture an, sondern eigentlich nur Linien oder Flächenkonturen. Wir machen eine entsprechende Vergrößerung und dann ist unsere Wandaussparung schon abhängig von der Struktur, die von Revit kam, entsprechend gesetzt. Den Befehl nochmal wiederholen. Wie gesagt, die Wand ist keine Wand, wir müssen die für zwei Kanten anwählen, dann den Lüftungskanal und dann ist auch dieses Element drin. So, das soll mal reichen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal ohne diese 3D-Architektur an. Dann sieht man, dass man hier eine reine Grafik von Lüftung haben mit unseren entsprechenden Wandaussparungen. Die werden wir jetzt mal abspeichern, diesen Plan. Und werden dann zurückgehen in unser Revit und da diesen Plan eben wieder mit CAD verknüpfen, wie vorhin einfügen. Das ist, glaube ich, dieser hier. Nochmal nachgucken. Lüftung EG Revit. Genau. Auch da wieder natürlich beachten die Positionierung, die Darstellung der Farben. Und jetzt haben wir hier entsprechend unser 2D, unseren Lüftungskanal mit den entsprechenden Wandaussparungen. Hier drüben in der dreidimensionalen Ansicht sieht man auch, dass die Wandaussparungen schon dreidimensional sind von den Öffnungen her. Nur unser Lüftungskanal fehlt. Und das ist das gleiche wie in Revit. Vorhin haben wir in Revit ja hier drüben 2D den Export gestaltet. Also hatten wir 2D-Architektur. Dann haben wir es über 3D-Architektur gemacht. Und das gleiche haben wir auch hier drüben. Der erste Export war rein über die 2D-Grafik. Wenn wir jetzt diesen Datei nochmal speichern und in Revit einfach nochmal die Verknüpfung neu laden, dann wird man sehen, dass wir auch jetzt eine 3D-Lüftungskanalkonstruktion haben mit den dreidimensionalen Aussparungen. Das ist der Werdegang oder der Fortgang, wie man zwischen den beiden Systemen DWG-basierend Daten austauschen kann.